Und damit, Leute, willkommen zum heutigen Morgenstream. Grüßt euch, Leute, moin, moin. Ja, wir spielen heute ein Hack-Fangame. Und zwar heißt es Desert Super Mario Bros. U. Ja, das Logo ist zwar jetzt hier nicht geändert, aber auf dem Thumbnail seht ihr das neue Logo. Und ja, es ist von Willy Maker. Es kam heute Nacht raus, also ist ganz frisch, ganz aktuell. Und wir gucken mal rein, was uns hier für Level so erwarten. Es ist ein ganz frisches Game, gerade neu rausgekommen und wir gucken da heute mal rein. Moin an die ersten Leute und zwar NonoX2, John Tenno Johnny, Justin Domtenno Reactions, Heinz Günther, Katzbot. Ja, ein neues Mario Bros sozusagen und ich bin sehr gespannt, wie das hier skillig laufen wird. Aber ich denke mal, erstmal müssen wir uns wie gewohnt die Credits angucken. Ist das richtig? Genau. Hallo Pokerface und Halleluja. Ja, es kam heute Nacht raus, das Game, und es wurde mir heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ja, direkt empfohlen. Und zwar auf der YouTube-App, ne, die Startseite, war einfach der Trailer zu diesem Game hier. Dachte ich mir so, ja, klickst du mal drauf und ja, jetzt spielen wir es mal ganz spontan. Ich wollte heute eigentlich gar nicht streamen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich muss heute Mittag noch was erledigen. Aber bis, also, was heißt Mittag, ne, also Nachmittag. Und ja, ich dachte mir so, das spielen wir heute auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Und ja, morgen dann Animal Crossing New Horizons, das Oster-Event. Aber heute erstmal ein bisschen Mario Bros. Mal gucken, wann die Glocke so ein bisschen rausgeht. Wir gucken mal. Und ja, oh, bin kein Mitglied mehr, aber ich kann es noch holen. Sehe es ja, gönn dir. Und hallo, Gian Nintendo, moin. Das ist ein View-Hack, ja. Hallo, Superplayer, moin. Grüßt euch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und habt gut geschlafen, gesund seid ihr ja. Alles wunderbar soweit. Und wenn ihr gehypt seid auf diesen wunderschönen Stream jetzt hier, Leute, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Das unterstützt mich und würde mich auch sehr freuen. Hallo auch an Dark Wolf. So, und wir gucken mal, was uns jetzt hier so erwarten wird. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Akku habe. Ich drück mal lieber hier nicht rum-Button. Aber erstmal, ja, dürfen wir uns nochmal ein bisschen die Zwischensequenz hier angucken. Peach wurde entführt. Oh mein Gott. Was kommt noch? New Super Spike Bros? Das gibt's wirklich, ja moin, ja. Es gibt gefühlt alles. Deluxe-Graffe, ja, bin gehypt, ja, sehr gut. Ui! Okay. Custom World. Ist es einfach eine Wüste? Keine grüne Landschaft? Sondern eine Wüste. Und wir fangen an mit dem ersten Level. Spike Sahara. Uiuiui, ich bin so gespannt. Für beste Holzqualität. Mario rennt durch die Pyramide. Ja, das wird super. Das ist so ein Pyramide. Also wer auf Pyramiden steht, der ist hier richtig. Und deswegen, guck mal. Ui, Knochengumba. Ein Knochengumba. Und die Musik. Ist die Lautstärke? Ja gut, das kann ich nicht testen, wenn ich hier auf dem Browser drücke. Ja, doch, passt schon. Okay. Wir müssen aufpassen auf den Koopa, obwohl der kommt nicht runter. Alles gut. Guckst du dir heute auch noch Inseln an? Nee, heute machen wir kein Animal Crossing. Hallo, Instamar, moin. Animal Crossing ist morgen dran. So, hallo Koopa, was geht? Ich bin ja hier. Ich bin Profi in Mario Bros, müsst ihr wissen, Leute. Ich bin absoluter Profi. Ja, ja. Nice, das ist die Pyramide aus Odyssey. Ja, es gibt sogar eine Odyssey-Welt, würde ich es nicht nennen. Ich glaube, es ist ja ein Level. Es gibt sogar ein Odyssey-Level, ja. Bin da schon sehr gespannt drauf später. Es gibt, soweit ich weiß, 16 Level zu erkunden. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Interessant. Kann man nicht kaputt machen. Die Mucke kommt aus dem DS. Stimmt, ja. Oh, da kann man drauf stehen. Das ist neu. Oder? Ich weiß es gar nicht. Aber der Hintergrund, der ist der Originalhintergrund, glaube ich. Vielleicht ein bisschen verändert, obwohl ich glaube, das ist der Original. Ich glaube, wir müssen mal hier rein. Und zwar, ich glaube, hier passiert was. Habe ich mich ein bisschen im Trailer gespoilert. Ah, nee, das ist ein anderes Level. Ja, gut. Und hallo, Kilian. Moin. Natürlich gibt es ja auch Starcoins. Mein Ziel ist natürlich, die eigentlich zu sammeln. Ob wir das hinkriegen, ist ja eine andere Sache. Aber ich halte natürlich Ausschau nach den Starcoins. Okay, was macht die denn da? Obwohl, vielleicht muss ich mich beeilen. Ja, muss ich. Okay, alles gut. Alles gut, wir sind Profis, Leute. Und moin hier natürlich auch an Luke. Hallo, heute, Leute, geht's euch gut? Der Spike kommt einfach aus dem Himmel. Moin, moin, bist du wiederbelebt worden, mein Leben? Ich töte dich mal lieber nicht, ich lasse dich mal im Leben. Bin ja so ein netter Typ. Und hallo auch an König Bowser, hallo. Kann man da rein? Ja, geil. Wow, ach du Scheiße. Ich will nicht im ersten Level sterben, ne? Auch wenn man natürlich sagen muss, es ist... Hab nichts gesagt.
Ja, Mann, es läuft, es rennt hier auf jeden Fall. Ja, geil. Noch nicht mal ein Checkpoint hier, ey. Saftladen. Geil. Ja, es ist auf jeden Fall schwieriger als das erste Level in einem normalen Mario Boss. Und dass mich ernsthaft diese Kugel trifft, das belastet mich ziemlich hart gerade. Aber egal, passt schon. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Bin ja Profi, wisst ihr ja alle. Fuse ist. Er kennt sich einfach aus im Geschäft. Ja. Und da können wir rein. Sehr gut. Wie sieht's aus mit deiner Friendlist? Wie soll's mit der aussehen? Die ist wie immer sehr voll. Und ich brauche auch kein unbedingt Adden. Wie gesagt, Animal Crossing mache ich mit Dodo Codes. Und heute ist Animal Crossing auch gleich das Thema. Och du Scheiße. Aber bei allen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Glocke geht noch nicht bei allen heute raus. Oder heute ist. Nee, heute ist kein Ostern. Morgen ist Ostern. Morgen ist Ostern. Diese Goombas sind von SMW2. Ja, stimmt. Sind also nicht neu, sondern neu hier importiert. Anderes Design haben die auf jeden Fall. So, jetzt aufpassen. Okay, die Stelle ist fies. Die Stelle ist fies. Hier ist schon ziemlich viel los. So, du bist auch wer. Oh no, da ist ein Eier. Da kommen wir noch ran. Das erste Level macht schon mal einen guten Eindruck, muss ich sagen. Und ich habe auch schon viel Episches gesehen, was später kommt. Allein dieses Odyssey-Level, aber ich spoilere euch mal nicht weiter. Ihr werdet das schon später alles sehen, das Ganze. Ja. Und das Ding kam heute raus. Oder gestern Nacht. Oder heute Nacht, besser gesagt. Und halt auch Mr. Toad. Moin. Bin der neue Mr. Toad. Scheiße. Ich soll nicht in den Chat gucken und gleichzeitig hier spielen. Ah, du heißt jetzt Dr. Toad. Ah ja, hast jetzt einen Doktortitel, mein Lieber. Ah ja. So, wo ist denn Starcoin Nummer 2? Gibt es da ja auch einen Checkpoint oder war das nicht im Budget drin? Oh no! Kommt der Koopa wieder? Da können wir nämlich was aufmachen. Das ist kein Emulator, das ist die Original Wii U, ja. Original Nintendo Wii U, guten Tag. Da war ein Checkpoint, habe ich gar nicht gemerkt. Aber das Icon des Checkpoints ist eine Pyramide, sehr schön. Oder einfach ein Dreieck. Oh, der Koopa ist da. Sehr gut. Ich habe nämlich das Gefühl, da ist eine Ranke. Deswegen, wir gönnen uns noch mal ganz kurz. Ich bin Hellseher. Dass der mir jetzt getroffen hat, ist ein bisschen Betrug. Auch passt schon. Das ist eine Ranke. Und die führt wahrscheinlich zum zweiten Starcoin, oder? Oder? Safe. Safe. Oh, Junge. Beweg dich. Sehr gut. Ich bin Profi. Ist der Hack vom Newer Team? Nee, ist er nicht. Das ist nicht so. Das ist ein Switch Gate. Das ist die Wii U-Version. Oh Gott. Die Switch-Version hat keine Hacks, soweit ich weiß. Zumindest keine nennenswerten. Oh shit. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was hier Deko ist und was nicht, ey. Kann ich da in dieses weiße Ding-Zeug da rein? Oh, das ist Level 1, Leute. Das ist Level 1 hier. Verarscht kann mich alleine, ey. Okay, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Kommt der. Nein, zum Glück nicht. Servus, Kollege. Was geht? Das war sehr nice. Und moin erstmal an Anime Boy. Moin. Und Justin hat auch noch nicht gegrüßt. Hallo, moin alle, die am Start sind hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wenn es euch hier bis hierhin gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr neu seid. Und den Stream liken. Ja. Und was passiert jetzt? Oh shit. Oh shit. Mach! 100% Tendo! Oh yeah. Und auch noch One-Up gegönnt, Leute. Wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, erstes Level lief schon mal ganz gut, muss ich sagen. Obwohl es natürlich nicht so einfach war, ne? Also. Einfach war es jetzt nicht. Aber es lief ganz gut. Das wäre beim Original das feine Level. Oh ja, Skill, ja. Hallo, Hammer Bro, erstmal moin. Die großen Stachelkugeln sind bestimmt nur Deko. Ja, die nicht. Die. Oh. Jetzt ist hier Wüstenwelt bei Nacht. Oder bei Abend. Mit einem schönen Sternenhimmel. Ich habe ein bisschen Angst. Kann das Ding kaputt gehen? Ja, ich kann es sogar killen. Okay, sehr nice. Da ist Darkcoin Nummer 1. Wie komme ich denn da rein? Das ist die Frage. Ne, so wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, ich glaube, man kann hier runter.
Nicht? Es zoomt hier so nach draußen. Hm. Da unten kann man rein. Das Feuer hat's gerade geteased. Feuer, kommst du? Ich kühle dich. Lol. Ich nehme einfach beide Fässer gleichzeitig mit. Da unten kann man rein. Und zwar so. Perfekt. Hallo Dishan, moin, wie geht's? Wie steht's? So. Ja, bisher ist es echt toll. Echt toll bisher. Was haben wir hier oben? Nur Münzen. So, jetzt weg mit euch. Tschüss. Die Frage bei den Games ist natürlich immer, wo sind die Starcoins? Das ist aber die ewige Suche in jedem Level. Durch die Wand, na klar. Bin Profi, kenn mich aus. Es war nur die Frage, wo die Wand denn offen ist. Das mit den Fässern ist immer... Oh Gott. Oh shit. Geh weg. Geh weg. Man kann es natürlich auch mit Diceblume machen. So, ist hier unten was? Nicht? Wie komme ich da jetzt rein? Ist das ein Ausgang? Nee, safe nicht, ne? Oh, dasselbe sieht nice aus. Ja, das ganze Spiel bisher gefällt mir ganz gut. Aber wo kann man jetzt hier rein? Ah, nee, warte mal. Wir müssen über den Wüstensand. Kann das? Ja. Erfolgreiches Denken, Leute. Durch den Sand, genau. Erfolgreiches Denken. So macht man das. Ich kenne mich aus. Und hier ist dann... Ja, genau. Starcoin Nummer 2. Ho. Hat er schon einen Checkpoint? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Yay, 1, 2 habe ich gemacht. Du hast das erstellt? Ja, moin. Interessant. Ich dachte, du hast nur so Übersetzung gemacht, obwohl irgendwie die Übersetzung bei mir gar nicht funktioniert hat. Also, ich spiele dir trotzdem, glaube ich, Englisch. Aber okay. Passt schon. Ist ja jetzt hier eh nicht so wichtig. Da ist der Checkpoint. Nein, ich, oh nein, kann man da noch weiter? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Kann ich zurück? Nö. Ich hoffe, da oben war jetzt nicht die dritte Starcoin. Das wäre ein bisschen belastend gewesen. Ich hoffe nicht. Gut, hier ist nur eine Eisblume. Brauchen wir nicht. Kann man hier irgendwie durch? Ah, ne. Gibt es neue Power-Ups? Ich glaube... komme ich hier auch wieder raus? Okay. Ne, ich glaube, Power-Ups gibt es jetzt hier keine neuen. Ne. Da oben kann man... Ach du Scheiße. Da bist du einfach eingequetscht. Ja, gut. Ja. Hm, die Stelle ist jetzt ein bisschen schwierig hier. Weil ich nicht weiß, wo es hier vielleicht ein Secret gibt. Da oben nicht. Gut, die Wand finde ich jetzt nicht so geil da oben. Die hätte ruhig weg sein können. Einfach ins Leere springen oder so. Hm. Ist hier irgendwas? Das sieht hier so ein bisschen merkwürdig aus, die Stelle. Auch nichts. Ja gut, ist dafür da, ne? Jo, gönnen wir uns mal hier ein One-Up. Kann ja nicht schaden. Ah, okay, perfekt. Mario denkt sich nur so, scheiße, Sand im was? Sand im Schritt. Achso, ja, ja. Ich hasse auch Sand im Real Life. Ich mag Sand gar nicht so wirklich. Und jetzt? Ah ja. Da haben wir Starcoin Nummer 3. Und jetzt müssen wir dann nur noch irgendwie hochgehen. Oder? Ist da oben der Secret Exit? Bin überfordert. Ich glaube, da oben ist ein Secret Exit, aber wir nehmen erstmal den ganz normalen Weg, würde ich sagen. Entspannt. Aber irgendwas muss die Röhre ja da bedeuten. Eier, was für Eier. Ganz wollt. Was für Eier. So, ab ins Ziel. Ja, auch das lief ganz gut, eigentlich. Da oben ist der Secret Exit, genau. Habe ich schon fast gedacht. Und Jeremy's, hi. Wie geht's dir stets? Moin, moin. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen, obwohl, wollen wir den, ich glaube, wir holen uns den erstmal, den Secret Exit. Der führt ja im Original zum Wasserlevel. Mal gucken, wo er hier hinführt. Pius hat keine Eier. Lustig. Lustig. Ja, ja, immer diese lustigen Leute hier. Ja, oder ich will erstmal, eigentlich will ich erstmal weitermachen. Keine Lust jetzt wieder auf den Secret Exit. Ich will das nächste Level sehen. Was sehen wir jetzt hier?
Pockys sind am Start auf jeden Fall. Ui, und hier so... Wie nennt man das hier am besten? Fossilien, so ein, ja. Aus alten Zeiten, ja, ja. Habt ihr alle schon geliked? Ja, das ist auch die Frage. Und Mariando, no 1, hallo, moin. Louis, was sagst du bisher zu diesem Hack? Bist du begeistert? Die geilsten Level kommen ja erst noch. Mario Odyssey zum Beispiel. Oder was anderes habe ich noch gesehen. Mal gucken, wann uns das erwarten wird. Und hier können wir rein. Ist hier... Hier ist ein Starcoin. Sehr gut. Optimal. Sieht gut aus, ja. Das ist gut. Und die Pockys, die kennt man ja ausgeführt jedem Spiel. Die sind überall. Oh, hier müssen wir auch schnell sein. Oh shit, warte mal. Ja, am besten kurz Pause machen. Und jetzt gleich los. Oh, war sehr knapp, aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Kann man da rein? Nö, okay. Aber wir haben schon zwei Checkpoints, genau. Zwei Starcoins. Läuft doch ganz gut. Bisher nur ein Tod. Und das im ersten Level. Das war ein bisschen uff, aber hey. Passt schon. Im ersten Level, naja. Seitdem läuft es ja besser. Jetzt sind wir im dritten gerade. Und hallo auch an Marlin. Hi. Wie geht's? So, auch du weg hier. Ja, der Hack hier kam heute Nacht raus. Und wurde mir heute Morgen auf YouTube auf der Startseite empfohlen. Dachte mir so, ja, machst du mal mit. Guckst du mal drauf, was das ist. Und machst mal ganz spontan, ne? Weil ich wollte heute nicht nochmal Animal Crossing machen, weil das machen wir ja morgen. Und heute wäre jetzt nichts Besonderes da los gewesen, außer Städte besuchen. Und das kann man ja immer machen. Ich hab das Gefühl, hier ist... Das wollte ich natürlich nicht. Hallo, Tonik, hi. Oh, shit. Habe ich es jetzt verkackt? Safe, ne? Ja, da war Starcoin Nummer 2. Okay, ja, wir können auch gerne mal irgendwie das später alles noch nachholen, was wir verpasst haben. Aber jetzt möchte ich erstmal möglichst viele Level in dem heutigen Stream schon mal spielen. Es gibt 16 Level, also mindestens 8 möchte ich heute ganz gerne schaffen. So die Hälfte. Ja, erinnert sich das Angelturnier. Echt? Wirst du heute unsere Insel besuchen? Nein. Wenn ich Animal Crossing geplant hätte, hätte ich den Titel geschrieben. Oder ein Thumbnail gemacht. Oh! Obwohl, wenn Angelturnier noch ist, vielleicht gucken wir da später doch noch rein. Mal gucken. Heute ist das Angelturnier. Ja, stimmt. Morgen ist... Oh, ja. Oh, ein Pilzhaus von Toadie. Kann man da hoch? Oh, Leute, das ist ja süß hier. Hier fühle ich mich heimisch, Leute. Hier wohne ich. Ihr seht ja mein Haus das erste Mal. Könnt ihr mein Haus gucken. Ja, Leute, so sieht mein Haus aus. Genau so. Ich habe aber das Blaue. Das muss noch kommen. Wir sind jetzt hier in der Pilzstraße 312. Gleich kommt mein Haus, ja. Den Zug und Exe müssen wir auch noch holen. Ja, ja, ja. Noch viel zu tun hier. Wie in Animal Crossing, immer was zu tun. Kann man da... Nö. Wo ist denn das blaue Pilzhaus? Hallo? Kommt das noch? Haben die mein Haus einfach vergessen? Da unten höre ich was. Hier gibt es ein Item. Oder auch nicht. Ich habe eh eine Feuerblume, passt schon. Die Frage ist nur, wo ist die erste Starcoin? Geiler Hintergrund. Ja, ich feiere die Pilze hier noch viel mehr. Ich glaube, es gibt keine. Ehrenlos. Kann man die blauen Pilze vergessen, ey. Das ist Frechheit. Frechheit. Wer hat das designt, ey? Ui. Was da oben ist, okay. Naja, immerhin. Immer ein paar One-Ups farmen. Aber wo sind die blöden Starcoins? Habe ich noch eine verpasst? Man kann doch hier auch nirgendwo rein, oder? Nee, macht keinen Sinn. Jetzt gibt es hier sogar lila, aber kein blau. Na gut, dich kann ich nicht treffen. Aber hier ist safe da oben. Die Musik ist auch ganz interessant. Hier oben ist nix. Okay, Geld kommt da raus. Interessant. Aber sonst ist da nix. Selber wurde von Willi gemacht. Okay. Ja, wir haben auch gerade hier einen im Chat, der das am Spiel mitgearbeitet hat. Und zwar der Gian Nintendo. Deswegen kennt er sich auch so gut aus hier. Er hat am Spiel mitgemacht, ja. What the fuck, Alter? Blind Jump, what the fuck? Okay. Hab ich da irgendwas falsch gemacht? Also eigentlich sollte man nicht versterben, nur weil man ein bisschen runter geht. Die sollte eigentlich nicht sein. Finde ich zumindest.
So, tschüss mit dir. Immerhin haben wir schon mal Starker Nummer 1 und einen Checkpoint. Aber mein blaues Haus ist nicht zu sehen. Wo ist denn das? Haben die einfach vergessen, ne? Geller Bleimstampf, ja. Ich glaube, hier ist Starker 2, oder? Nee. Ah, da unten. Ich hab schon. Das ist ein geiles Versteck, muss ich sagen. Das Versteck ist geil. Und zwar, da unten ist einfach eine Röhre. Spielen alle Level, wenn es nur 16 sind. Ja, alle Level nur spielen ist gut. 16 Level sind immer noch einiges erstmal. Wir sind jetzt gerade beim 4. Ah. Da müssen wir hoch. Ah, geht auf einmal so, okay. So, die Lampen kennen wir aus dem Originalspiel. Und hier ist die Röhre, die zurückführt. Die Musik ist zu leise. Können wir gerne ein bisschen lauter machen. Gar kein Problem. So. Jetzt ist sie ein bisschen lauter. Einfach nur schreiben und dann kann ich es gerne machen. Hallo. Da möchten mich welche angreifen. Ist das ein Hack? Jo. Der Name des Hacks steht auch im Titel. So. Ist da oben was? Nö. Jetzt fehlt uns nur noch die letzte Starker. Und ich finde die Häuser ganz geil. Also da muss ich schon sagen, feiere ich schon. Obwohl sie vielleicht ein bisschen zu groß sind, weil da muss man halt mal hochkommen. Obwohl, es ist ja so gewollt. Okay, hier ist auch ein bisschen niedriger. Ah, das ist keine blaue. Doch, da ist ein blaues. Da, Leute, wir haben ein Haus gefunden. Hier ist mein Haus, Leute. Hier ist es eigentlich zu sehen. Hallo, Toda. Ja, mein Haus ist da. Das größte natürlich, ne? Ich habe den größten Palast. Ja, ja, ja. Ich bin ja hier das Witch Kitty. Nur, das Witch Kitty hat ein bisschen zu wenig Zeit. Die Zeit geht aus. Mein blaues Haus ist da. Oh, no. Wo ist die scheiß letzte Starcoin? Die muss irgendwo hier oben sein. Oder? Ich trau mir nicht. Ah, ich gehe runter. Da unten? Wie komme ich denn da rein? Ach, von hier. Warte mal. Erfolgreiches Denkmal, lieben Freunde. Erfolgreiches Denken. Und da haben wir noch das Ziel, ne? Ja, genau. So, nehmen wir noch das Geld hier mit. Und das One-Up. Wir wollen natürlich nicht Game Over gehen, ne? Was ist das für eine nice Musik? Welche Musik das ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist sie ganz nice. Geh kurz AFK, alles klar. Hab früher mal auch gerade wie gehackt. Ja, ja. Wieso bist du in Toad Town unterwegs? Ja, ich wohne ja halt hier, ne? Ich habe das blaue Haus, mein Haus eben gefunden. So, 100% wieder, sehr gut. Und wie gesagt, den Exit holen wir noch. Aber jetzt, ich muss aber sagen, irgendwas ist hier mit dem Pilz verbuggt. Der sieht ein bisschen merkwürdig aus. So, hallo Bowser, hallo Bowser, moin. Hallo, ich bin's, Baby Yoshi. Ja, laber jetzt nicht voll hier. Spiel mit mir, haben wir zusammen ein bisschen Spaß. Der gelbe Haus ist das größte. Das gelbe? Okay. So, was? Eis? Okay. Ah ja. Jetzt haben wir ein bisschen Eis, ja, mit unserem Pinguin. Die Pinguine sind am Start. Und ui. Ja, da haben wir unseren Pinguin, den ich haben wollte. Ey, Kollege, bleib hier. Nein. Okay, beides auf einmal ist gar nicht mal so geil. Ja, voll. Ich dachte, da unten ist irgendwas, aber sieht nicht so aus. Jetzt habe ich Pinguin und meinen Yoshi. Bin ein bisschen überfordert. Mit der Situation. Man sieht's, glaube ich. Man kann da nicht stehen. Ja, das ist aber verwirrend. Auf der anderen Palme kann man stehen. Das hat mich jetzt hier aus dem Konzept gebracht. Dass man auf dem Ding jetzt nicht stehen kann. So, stirb. Kann man da oben rein? Sehr gut. Hallo, Baby Bowser. Ja. Was haben wir hier? Warte mal, das ist locker verarsche. Oder? Das geht doch bestimmt für hier. Nicht? Okay, anscheinend war das echt nur so ein Bonusraum. Aha. Aber wo sind die Starcoins? Hm. Vielleicht da oben? Yes! Starcoin Nummer 1! So gefällt mir das! Bruder? Hallo? Hallo? Der trinkt mich einfach... Oh mein Gott! Diese scheiß Pflanze hat mich die ganze Zeit weggedrängt. Hilfe!
Aber wir haben es überlebt. Ist da oben irgendwas? Nee, aber das war sehr knapp. Nice. Nicht nice, das war knapp. Hier, so, One-Up. Nee, nicht One-Up, aber gleich One-Up. Geh weg. Perfekt. Wir müssen ja die One-Ups farmen für später. Und hier haben wir bestimmt die Starcoin Nummer 2, oder? Werden wir es sehen? Na? Ey, bleib hier! Oh shit. Ach du Heilige. Aber ja, Starcoin Nummer 2. Nice, das war vor allem sehr skillig von mir gelöst. Ja, ja. Hab's noch geschafft. Ja, ich muss halt einfach drauf klarkommen, dass ich einfach Pinguin und den Yoshi habe. Das ist für mich erstmal. Ah ja, den frisst er nicht, okay. Das ist für mich erstmal eine Umgewöhnung, beides auf einmal zu haben. Weil den Pinguin kann ich ja gar nicht benutzen, jetzt in dem Sinne. Warte mal. Den will ich auffressen. Ah, das Feuer. Es muss doch irgendwas bringen, wenn man diese Pflanze da kaputt macht, oder? Obwohl, hier ist so einiges eingefroren. Ich probiere es trotzdem mal. Frisst das bitte mal? Obwohl, kann ich es überhaupt fressen? Nee, der frisst es einfach nur, aber der kann sich spucken. Okay. Ja, Spucken hat er noch nicht gelernt. Noch ein One-Up. Kommt wohl noch bei ihm. Ist ja erst ein Baby Yoshi. Auf jeden Fall sind die überall Sachen eingefroren. Okay. Aber es sieht nicht so aus, als... Bruder. Die Dinger haben eine interessante Hitbox. Die... Okay, dass die Palmen immer noch nicht zum Stehen sind, das belastet mich irgendwie. Hier ist nix. Oh shit. Und die Stelle hier verstehe ich auch nicht so ganz. Da komme ich fast gar nicht mehr raus, ey. Aber hier ist vielleicht irgendwas. Vielleicht hier auch oben? Nicht? Und da vielleicht? Auch nicht? Ja, ich habe jetzt kaum noch Zeit. Eine fehlt noch. Auch nix. Hm. Interessant. Warte mal. Da unten ist doch safe was. Wie komme ich denn da rein? Und Dankeschön fürs Abonnieren hier erstmal. Und zwar an Dr. Toad. Wieso denn du? Wieso denn du? Wie sehen eigentlich die Baby-Yoshi-Eier aus? Gute Frage. Da unten war sie. Ja, wie komme ich denn da rein? Da unten war sie. Ach, lol. Ja, gut. Man muss da noch ein bisschen springen. Okay, habe ich schon gewundert. Ich habe sie gefunden, ne? So, jetzt noch schnell zum Ziel. Schnell zum Ziel. So, das ist hier. Perfekt. Wieder One-Up mitnehmen. Wunderbar, 20 Leben schon. Und wieder alle drei Starcoins. Sehr gut. Die guten alten Zeiten, wo jeder Funky Kong mit dem Bowser-Bike gespielt hat. Ja, ich mochte Mario Kart Wii jetzt nicht so sehr. Weiß ich nicht. Gab bessere Games. Gab bessere. So, jetzt gehen wir zu dem Level hier erstmal. Was erwartet uns hier in 5? Im 5. Level. Das hat ja einer schon hier. 1,5, ja? Ist das anscheinend so... Oh! Das ist das Mario Odyssey Level, Leute. Wir haben es erreicht. Mit unserem Pinguin und unserem Baby Yoshi. Das Mario Odyssey Level, Leute. Ich hab's nicht zu viel versprochen. Wir sind in Mario Odyssey angekommen. Im Wüstenland. Bei den Finks und so. Da hinten ist ein Grünstern. Nee, nicht grün. Eben nicht. Ein Grünmond. Nicht ein Grünstern. Lost, ey. Nice. Das ist super. Yoshi HD. Moin. Wie geht's? Wie steht's? Ui. Den nehme ich mit. Aber irgendwie muss ich mich von meinem Yoshi trennen irgendwie. Weil der regt mich irgendwie auf. Richtig episch. Ja, das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Wow. Und der Goomba hat auch einen Hut auf. Nice. Pierce hat Stern gesagt. Ja, komm vor. Und da oben ist safe was. Ich sag es doch. Starcoin Nummer 1. Flexer Nummer 1 ist da, ja. Optimal hier. Und die Musik ist auch wunderbar. Hintergrund ist richtig gut getroffen. Mit dem Nebel vor allem macht das eine richtig gute Atmosphäre. Ja, wer das denn designt?
Der kennt sich auf jeden Fall aus. Und hier ist irgendwie... Achso, da kommen ein paar Münzen. Okay, ganz nett. Hier ist jedenfalls der Checkpoint. Sehr gut. Oben ist nochmal ein Propeller. Brauchen wir nicht. Ich lasse mich doch nicht treffen hier. Oha. Ist es immer so, dass die Gegner, wenn man da mit einem Yoshi gegenkommt, immer einen so wegstoßen? Das fällt mir das erste Mal so ein bisschen auf erst. Habe ich vorher noch nie erlebt, gefühlt. Ich überlege aber, ob ich den Yoshi nicht einfach weggebe. Den Hintergrund hat Willi gemacht, okay. Weil irgendwie der stört mich so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich würde gerne mit meinem Propeller fliegen. Aber ich kann Yoshi doch nicht umbringen, Leute. Das geht doch nicht. Das wäre ja sehr schlimm. Schon wieder einer. Okay, hier gönnen sie aber richtig mit Items. Übrigens, die Checkpoints, Flaggen hat... Ja, das habe ich schon gesagt, ja. Ist mir schon aufgefallen. Wo sind jetzt die nächsten Starcoins? So viel Spielraum hat man hier ja gar nicht. Obwohl, kann man da in der Mitte stehen? Hier unten kann man auf jeden Fall stehen. Ah, hier unten ist ja auch die Starcoin. Obwohl, der Yoshi hilft mir schon ganz hart. Hallo, Fress. Er will anscheinend nicht. Jetzt ist es Super Mario Odyssey Deluxe, ja. So, warte mal. Komme ich da jetzt rein? Da kann man nicht. Was? Da kommst du nicht durch. Wie sollen wir das denn machen? Hä? Mit einem Koopa oder was? Scheiße. War es das Ziel? Warte mal. Wie mache ich das am besten? Ich brauche einen Koopa. Nein, achso. Mache ich in diesem Level, ist die Pyramide umgedreht. Achso, das. Hä? Okay. Du musst unter dem Schirm. Kann man da noch stehen, oder was? Laber nicht. Ja, pff, Dr. Toad. Dankeschön für die Fake News. Du bist ja ein ganz erfolgreicher Denker, ey. Ganz erfolgreicher Denker. Der Tor, jetzt ist mein Yoshi weg, ist alles weg, ey. Mit dem Yoshi. Ach, stimmt. Scheiße. So war das gemeint. Ja, gut. Lost. Lost. Okay, ich brauche jetzt ganz dringend einen Propellerpilz. Gönnt das Spiel? Hier zum Beispiel? Jetzt ist immer der Yoshi weg. Ohne dass ich ihn umbringen musste. Er bleibt einfach für immer hier. Er bleibt einfach für immer in dieser Welt. Oh ja. So. Ah, wo ist Starcoin Nummer 2? Das ist so ein bisschen die Frage. 1, 2 Haferbrei Kirby ist ein rosa Tier. Moin, hallo Nick Games. Wie geht's? So, weg mit dir. Ich glaube, jetzt kommen wir gleich zu Starcoin, ne? Ich glaube, wir sind gleich da. Wir sind da, okay. Jetzt müssen wir noch schnell die Goombas killen. Bevor die Stress machen. Das wollen wir ja nicht. So, tschüss. Und jetzt unter den Schirm. Boah, wie soll ich das denn machen? Gestört oder so? Mit dem Yoshi wäre es einfach, aber ohne... Bin ich irgendwie überfordert. No. Ja, das verpasst, ey. Das ist mein Name. Hi, wie geht's? Moin. Weil hier komme ich ja nicht durch. Ich muss unter diesen einen rechten, ja. Ist eine Stampfattacke. Eine Stampfattacke? Was? Mit dem Propellerpad. Und langsam runter. Du musst dich fallen lassen und dann fliegen. Ach Gott, das klingt ja nicht so gut. Oh shit. Langsam fallen lassen. Da kommst du durch, ja? Ich hab Angst. Ja, geil. Ja, geil. Leute, Daumen hoch, Leute. Daumen hoch. Stampfattacke. Ja, toll. Mann. Aber ich hätte das jetzt... LOL.
Da unten ist einfach die zweite. Lul. Er hat was gebracht. Hab die jetzt gefunden. Wow. Ah ja. Immerhin, wir haben die zweite Starcoin gefunden, Leute. Ist doch schon mal was. Ja, geil. Ja, geil. Na, jetzt kacke ich richtig rein, ey. Jetzt Ende. Ja, wenn man einmal fällt, dann ist einfach Ende. So mache ich das auch. Ja, okay. Habe ich eigentlich Items oder so? Ah, nö. Ja. Hier wird halt nichts gegönnt, ne? Hier wird halt nichts gegönnt, ey. Die gönnen alle nichts. Die Nix-Gönner hier, ey. So, komm. Erstmal Starcoin gönnen. Ein bitte Applaus bitte in den Chat. Applaus in den Chat. Ah, das hätte ich noch nie gesehen. Ja, das ist auch hier neu. Joa, okay, jetzt beherrschen wir uns wieder ein bisschen. Wir kommen mal wieder runter. Wir beruhigen uns wieder. Alles wird gut. So, hier runter. Dann da. Das ist ja ausgerechnet im Mario Odyssey Level das erste Mal so ein bisschen fehle. Das ist irgendwie... Oh nein, jetzt habe ich kein... Ah. Ich glaube, die Starcoin kriegen wir nicht so schnell. Ich glaube, die gehen ja Game Over, ey. Und hallo an Murmel. Ah, hier ist noch ein Pilz. Das Spiel gönnt. Sehr gut. Und hier ist auch nochmal ein Item. Optimal. Jetzt ist nur die Frage, ich komme da irgendwie immer noch nicht runter. Ich bin immer noch zu doof dafür. Das wird irgendwie nichts. Was ist denn da los? Irgendwie wird das nichts. Ich meine, ich muss ja ziemlich lange fliegen, ne? Und hallo, Herr Murmel. Hier, es gibt Toadhäuser, aus denen du Items bekommst. Ja, aber ich glaube, da hatten bisher noch keins. Ja. Lass mich mal probieren. Ja, komm vorbei. Hamburg, weiß Bescheid. Hm. Das finde ich eklig hier, die Stelle. Hä? Man kommt da ja noch nicht mal durch. Wie stellt er sich das denn vor? Also man muss erst irgendwie zu Starcoin fliegen, muss dann aber entweder nochmal ganz kräftig weiterfliegen auf dieses, auf den anderen Schirm links oder nach rechts auf den anderen Schirm. Okay, die Stelle ist irgendwie sehr hart, finde ich. Das ist zu viel für mich. Das wird nix. Ja, moin. Bisher war alles Starcoins eigentlich voll leicht und dann kommt hier so eine Hardcore. Eine Hardcore-Starcoin, ja, ja. Links durch, oder nicht? Hier links durch. Los. Also die Stelle irgendwie kapieren immer noch nicht so wirklich. Irgendwas harmoniert da nicht. Irgendwas... Ja, geil. Jetzt haben wir noch nicht mal ein Power-Up. Obwohl, hier kriegen wir eins. Eventuell. Eventuell... Ah, danke, Gumbas. Sie haben mir geholfen. Schießen Cooper-Panzer. Hat ihr auch schon überlegt, ja? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was ihr so schreiben tut. Pius, weißt du nicht, dass man Cooper-Panzer benutzt? Ja, aber die, wenn ich den da oben treffe, der fliegt runter. Den kann ich nicht nehmen. Ich muss einen anderen nehmen. Nicht hinter dem Schirm, sondern direkt da, wo der Schirm an die Starcoin angrenzt. Hm. Ich hoffe, es gibt auch das Casino aus der Wissenstadt, weiß ich nicht. Beim Schirm links durch die Lücke. Am Schirm links durch die Lücke. Da ist keine Lücke. Als. Da, also links ist hier keine Lücke. Beim linken Schirm. Ich komme nur irgendwie da am Rand. Oder mit dem. Ne, da komme ich nicht durch. Hm. Ich würde sagen, wir schießen das Level erstmal ab hier. Oder auch nicht. Hm. Hm. Nicht hinter dem Schirm, sondern direkt da, wo der Schirm an die Starcoin angrenzt. Hm. Also das blicke ich hier wenig. Nicht bin ich bekloppt, aber das, die Starcoin ist zu viel für mich. Die können nicht geschissen, ey. Alles andere ist kein Problem. Ich habe nichts gesagt. Ja, moin. Jetzt, ey, wie viel Level, wie viel Leben habe ich hier verballert? 10? Schließen wir das erstmal ab. In dem Moment stirbt er am Cooper, man kennt ihn. Pius, warum bist du so skillig? Ich weiß es nicht.
Ein Profi. Mein Lieblingslevel wurde gerade zum Hasslevel. Das war's wieder komplett, meine lieben Freunde. So, ganz ruhig. Ist aber auch hier nicht so viel Platz, ey. Man kann sich ganz schnell den Kopf stoßen, das Ende. Offiziell lost. Ah, ja. So, hallo. So, alles wird gut. Hoffe ich. Hoffen wir alle. Ich hoffe hier gleich gar nichts mehr. Immerhin gibt es hier nochmal einen Bonuspilz für alle, die sich getroffen haben. Immerhin das wurde hier eingebaut. Großzügig. Bringt aber nichts für mich. Wenn das hier gleich irgendwie für mich zu viel ist. Kollege. Kollege, gönn dir wenigstens. Okay. Ich brauche eine Schritt für Schritt an. Dann kann da jemand bitte ein Tutorial machen. Laden Sie es bitte auf YouTube hoch. Dankeschön. So, erstmal die hier aus dem... Ah, ja. Man kennt ihn. Ja gut, das jetzt wäre das hier eh nichts mehr. Ich würde sagen, wir schließen das Level jetzt erstmal ab. Reicht mir hier erstmal. Und dann müssen wir später mal gucken, wie wir die Stelle hier lösen. Wie gesagt, heute möchte ich erstmal die 8 Level mit möglichst 100% schaffen. Und dann sehen wir weiter. Ja. Beim Schirm links durch die Lücke. Da ist doch keine Lücke. Stell dich vor, wo bei euch die Lücke ist. So, ich gehe erstmal ins Pilzhaus. Liebe Fische, das war's wieder komplett, ja. Wo sind die Fische von Norman? So, erstmal mal ein paar One-Ups gönnen hier. Gibt's ja auch One-Ups? Ah, doch. Ja, geil. Ich bleibe am besten unten. Ja, jetzt haben wir 0-0. Läuft. Jetzt haben wir 1. Jetzt sind wir wieder 1 im Plus. 2 im Plus. 3 oder 2 im Plus, oder ich weiß nicht. Ich hab aufgezählt. Aufgehört zu zählen. Ah, ein bisschen auf jeden Fall. Ja, immerhin. Immerhin. Gucke ich gerade das Tutorial How to Not Play Deluxe. Okay, muss weg, bis da ist. Latschis. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich hab keinen Bock, mit der zu kämpfen. Wir gehen ins Castle. Und zwar ist das. Die Pyramide aus Mario Odyssey, Leute. Oh, sogar die eigene, sogar die richtige Musik. Oh yeah, Leute. Ich fühl's es richtig hier. Gönnt euch, Leute. Volle Pulle auf dem Fernseher. Ja, ja. Jetzt kommt hier das Mario Odyssey. Die Pyramide. Oh ja. Das ist ja nice. Ist hier was? Nee. Hm. Da war ein Toadhaus. Ja, entspannt. Wir kriegen ja eh ein Item jetzt hier. Guck. Entspannte Feuerblume und so. Und Galaxy Joe. Hast du wieder umbenannt? Sehr schön. Oh, ja. Oh, das ist Starcoin Nummer 1. Optimal. Mhm. Und hier können wir sogar rüberspringen. Optimal. Oh Gott. Ist auf jeden Fall sehr an das immer Odyssey-Level angelehnt. Wie man sieht. Auf jeden Fall. Hat sehr große Gleichheiten, ja. Das Level ist wieder echt nice, ja. Okay, da kommt anscheinend nichts raus. Ist hier oben was? Auch nicht, okay. Und dann springen wir da rüber. Nice. Und hier auch mal rüber. Bumm. Uiuiui, und jetzt? Da kommt anscheinend nichts raus, alles klar. Schießt er? Hallo? Schießt du? Nö, anscheinend nicht. Okay. Wo ist Starcoin Nummer 2, Leute? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Die ewige Frage. Wo sind die Starcoins? Ja, Wandsprung? Nee, passt. Passt. Hier ist auf jeden Fall der erste und einzige Checkpoint. Falls ich da mal hochkomme.
So. Ah, sonst nichts. Nein, Nick Games, mach hier kein Theater. Hast noch nie einen Mod gesehen, oder was? Es gibt 100.000 Let's Plays und die Newer Hacks. Hübi hat 2 Jahre lang gefühlt nur Mods gemacht. Zum 10-Mod-Mods hochgeladen, also mach hier kein Theater. Dankeschön. Hallo Marco. Wie bisher sehe ich hier bisher echt keine Checkpoints. War nicht böse Gewalt, ne? Alles gut. Was soll ich jetzt hier machen, ey? Kommt er mal schießen? Anscheinend nicht. Oh Gott. Ah ja. Okay, den muss ich nehmen. Nee, den muss ich nehmen. Was? Wieso hat das jetzt nicht gezählt? What the fuck, ey? Schönes Profilbild, ja? Schöner Luna. Luma. Aber als ob das jetzt nicht... Oh Gott. Wieso? Als ob ich da jetzt nicht hochkam. Oha. Dieses Level hat irgendwie kein gutes Level sein. Doch, ich finde das klasse. Das ist halt sehr an das Odyssey-Level angelehnt. Wo man auch immer weit mit den Kugelwillis fliegen musste und so. Und diesmal muss man halt auf die... auf denen drauf springen. Wow. Auf denen drauf springen. Nur die Stelle, die mag ich hier nicht so sehr. Nein! Wieso wirbelt denn der? Oh Mann. Pierce, du bist doch der Pokémon-Meister, was? Ich, ist auf meinem Profilbild. Das ist so klar, das kann ich nicht mal erkennen. Geschweige denn identifizieren. Geschweige denn identifizieren. Ich sehe ja nur irgendwas Blaues, aber was da genau ist, das kann ich überhaupt nicht erkennen. Mei, dass die Kugelwillis nicht immer schießen. Ja, das ist ein bisschen doof, ja. Das stimmt. Das geht besser. So, rein da. Aber das ist halt wie im Original. Da schießen die auch nur, wenn du im Bild bist. Wenn die dich sehen, dann schießen die nicht. Das ist halt, ja, wie im Original. So, das müssen wir nochmal abwarten hier. Und hier, die Kante ist auch eklig. Die Kante ist eklig. Na komm, schieß. Schieß doch. Okay, und jetzt? Da geht's nach oben. Ich nehme mal an, hier ist zwar Starcore Nummer 2. Oder? Ah, ist das jetzt der Turm? Wo man ja in der Wüstenwelt diesen Turm hochklettern musste. Ich glaube, das ist daran ein bisschen angelehnt. So ein bisschen Bergsteigen und so. Ja. So, jetzt brauchen wir wieder einen Pilz. Ganz dringend. Ganz dringend. Ist hier ein Pilz? Nicht. Okay. Ja, Spiel gönnt nicht. Aber jetzt ganz entspannt. Schnell weiter. Und da brauchen wir jetzt nur noch den Kugelwilli. Okay, kein Problem. Warum war das jetzt bitte ein Gegentreffer? Das kann mir auch keiner erklären. Warum das jetzt ein Gegentreffer war. Oh, diese Hitbox immer. Von dem Spiel allgemein. War ich auf seinem... War ich auf seinem Mund war, oder was? Lächerlich. Das war gerade echt lächerlich. Dass das ein Treffer war. Kein Problem. Ja, ist auch kein Problem. Wenn das Spiel halt nicht gönnt, dann kann ich da auch nichts machen. Das war lächerlich. Kann nichts dran ändern. Jetzt schießt der wieder nicht, der Affe. Muss wieder so ein bisschen weggehen. Sehr gut. So, halt normal. Vielleicht jetzt nicht getroffen werden. Ich komme in den Stream und sehe, wie Pio stirbt. Ja, das hast du, glaube ich, schon mal geschrieben, oder? Ein andermal, glaube ich. Oder, nee, letztes Mal, glaube ich, war es Schreien oder so. Hallo, Tim. Geht's dir gut? Bist du gut drauf? So, jetzt machen wir mal hier das Skillig. Pass ein bisschen auf. Das ganze Skillig hier. So. Perfekt. Ich glaube, es gibt sogar ein
Was? Kaustern? Kaustern, Boss? Achso, Custom. Lol. Das hast du einfach so falsch schreiben können, ey. Herzlichen Glückwunsch. Ist also kein Beglückwünsch, weil ich selber nichts kann. Ich hab schon überlegt, oh, wartest du noch ein bisschen? Oder? Komm, renn los. War zu dumm zum Schreiben, ja, ich merk das schon, ey. Ich bin zu doof zum Spielen, ey. Hab da Kaustern gelesen, ey, der gute Kaustern, Leute. Habt ihr auch einen Kaustern? Meine Kaugummisorte, Kaustern. Ey, der Typ regt mich so. Nee, so spiele ich gar nicht erst. Kannst direkt vergessen. Den Pilz will ich auf jeden Fall haben. Wo sind wir denn hier, ey? Lass mich hier nicht so demütigen. Es gibt zwei Welten, Leute. Jetzt sind wir eine Welt schon mal durch. Also, fast. Forst? Ja, ja. So, ganz entspannt. Auf ganz entspannt. Ja, ja. Oh Mann, dieser Typ, Mann. Ich kann nichts machen, weil der immer dann kommt, wenn ich hochspringen will. Boah, regt er auf. Oh. Knappe Kiste. So, jetzt darf er wieder nach vorne rennen, dann wieder zurückrennen, damit das Ding da spawnen tut. Das ist echt nicht so gut gelöst. So, okay. Perfekt. Lost. Ich bin überhaupt nicht lost. Ich bin Profi. So, hallo. Nochmal das Ganze hier. Aufpassen, nicht treffen lassen. Alles wird gut. Perfekt. Und jetzt nur noch schnell zum Boss. Hallo Erdin, hi. Perfekt. Wisst ihr was? Ich warte jetzt hier einfach ab eine Runde. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Jetzt nur noch zum. Ja, jetzt sind wir sogar groß. Es kann mir noch weniger passieren. Jetzt einfach ganz auf entspannt. Die Starcoin gönnen, hier noch ein Item gönnen. Genau. Und jetzt ab zum Kampf. Steve, hi, ich weiß nicht, ob es hier Custom-Bosse gibt oder nicht. Ich habe zumindest keinen im Trailer so richtig gesehen. Und habe ihn nicht beachtet, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Hintergrund Custom. Das ist schon mal ganz nice hier. Sieht echt süß aus. Aber der Boss ist wohl nicht Custom. Ist okay. Ist okay. Eden, nicht Eden. Ich habe doch Eden gesagt. Oh, spannend. So, hallo. Aber immerhin schöner Hintergrund. Wie kann ich den besiegen? Hab keine Ahnung. Okay, ja, einfach nur drauf. Ja, wie immer, ne? Es gibt welche, hat er gesagt. Okay. Hm. Dann kommen die wohl noch. Ich meine, es ist Trick 17, Leute. Pass auf. Wie lange ist der bitte im Panzer? Egal. Der kann eh nix. Ich bin Profi. Kannst mir gar nichts. So, der Typ kann gar nichts. Heul doch. So. Welt 1 ist beendet. Ja, ja. Und hallo, ich heiße Sven. Moin. Sehr schön. Wie viele Level waren das jetzt? Ich weiß gar nicht, haben jetzt 8 gemacht? Ich glaube nicht, ne? Wie viele waren das jetzt? Safe, ja bitte. Saved, sehr gut. 1, 2, 3. 4. 5. 6, 7. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Secret Exit. Und ja, holen uns den Secret Exit und machen dann mal das Bonus-Level. Ich weiß auch schon, wo der ist. Also müssen wir einfach nur durchrennen, so ein bisschen auf ganz entspannt. Soweit das möglich ist. Soweit es möglich ist, ja, ja. Vielleicht doch ein bisschen saver spielen. Und die Dinger alle entfernen hier. So. Eisblume gönnen, genau. Ist das ein Hack? Jo. Mit Custom Leveln.
Und ein bisschen Custom World, ja, ja. Ist ja immer sehr beliebt, gibt ja einige, ne? Die bekanntesten sind ja diese Newer Hacks vom Newer Team. Sind da sehr bekannte, der hat auch einige zum Teil Nintendo auch Let's Played und so. Sind sehr geile Dinger. Und der macht auch einen schönen Eindruck. Ist halt ein bisschen kürzer, das Ding hier. Aber in der Kürze liegt die Würze. Mhm. So, jetzt machen wir noch ganz schnell ein Item. Na, Pilzi. Perfekt. So, hier kommt auch gleich der Secret Exit. Der war irgendwo hier in der Höhle. Auf diesen Dingern hier. Da müssen wir gleich rauf. Wo, Junge. Fliegt da fast runter, der Keck. Aber ist gut. Oh Gott. Ja, war irgendwie klar, ne? Egal, gönnen wir uns mal kurz hier ein Item. Perfekt. Und ich glaube, jetzt müssen wir nur noch hier rauf, ne? Genau. Da ist der Secret Exit. Ist gar nicht schwer. Kann man sehr leicht sehen. Haben wir auch schon vorhin gesehen, aber man muss sich natürlich für einen Weg entscheiden erstmal. Und jetzt holen wir uns den Secret Exit. Yay. Mhm. Hatten nicht mal vor, ein neuer Super Mario Bros. U zu machen? Ich glaube, die haben das abgebrochen. Ja, da gab es irgendwelche Schwierigkeiten in der Entwicklung. Und das haben die dann abgebrochen. Ich weiß nicht, ob es Schwierigkeiten zwischen denen waren. Oder zwischen dem Spiel. Keine Ahnung. So, ich sehe, das Unterwasserlevel ist zumindest vom Design her nicht geändert. Aber ich denke mal, das ist ein anderes Level, oder? Oder? Ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Ich hoffe, es ist kein Unterwasserlevel. Ich mag keine Wasserlevel. Okay, ist auf jeden Fall ein anderes. Lol. Die Röhren kommen einfach mit nach oben. Okay. Aber noch nie gesehen, auch was Neues. Sehr nice. Hallo, Piana-Pflanze, was geht? Und da ist die Starcoin. Ah ja. Ja, schwimm doch. Wir müssen aufpassen, dass uns die Röhre nicht umbringt. Warum geht denn da jetzt nicht hoch? Oh Gott. Ganz schnell. Perfekt. Und rutschen. Yay, wie ein Pinguin. Erstmal gerutscht. Optimal. Wir gehen halt unten lang. Ist auch okay. Obwohl. Schnell. Ich spiele ziemlich risky heute. Ist da unten vielleicht noch irgendwas? Nö. Wir kommen jetzt hier hoch. Ja, geil. Okay, das triggert mich ein bisschen hier. Dann kommt er kaum wieder raus. Na komm, blöde Röhren, macht hin. Optimal. Da oben ist gar nichts. Die Musik, ja, die ist nice. Vielleicht macht das neue Team was für NSMB 2. Weiß ich nicht. Weiß ich nichts von. Hm. Da unten vielleicht irgendwas? Oh Gott. Hm. Nee. Da war nix. Hier ist auch nichts, okay. Wo ist Starcoin Nummer 2? Pius, der erste Mensch, der in einem Mario-Game an einer Röhre stirbt. Ja, das wäre ein neuer Weltrekord, ne? Ich hätte schon irgendwie Lust, das zu erleben. Wir können auch mal reingehen gleich. Ich würde gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn ich an einer Röhre sterbe. Hier ist erstmal der Checkpoint. Aber wo sind die nächsten Starcoins? Hier unten safe, oder? Nicht? Hm. Vielleicht über der Röhre? Auch nicht. In einer Röhre? Ja, vielen Dank für nix. Ja, aber eine wäre ziemlich random. Müsste schon eine bestimmte Farbe haben eigentlich. Vielleicht kommt das ja noch. Wir zahlen 20 Euro im Jahr für Verbindungsfehler. Joa. Das ist in der Tat richtig. Den jetzt tot? Oh Gott,
Nein, sind die nicht. Sie könnten es aber gerne sein. Okay. Geht das nicht runter? Doch, geht es. Da ist unsere Starcoin Nummer 3. Ja, geil. Wo war bitte die zweite? Ich habe ein bisschen Angst. Du musst da irgendwie echt vorbei, ne? Jesus. Machen wir so einfach. Trick 17! Bin ja Profi. Was, hier gibt es einen Secret Exit? Oh, und Tari ist wieder zurück bei den VIPs. Ich danke dir. Willkommen zurück bei den VIPs, mein Lieber. Danke, danke. Yay, da kommt die anderen Herzen und Pilze geil für den Chat, Leute. Wieder VIP geworden. Danke dir, mein Lieber. Toad freut sich mit und gönnt mir erstmal einen Pilz. Was bist denn du für ein VIP geworden? Unterstütze Toad, danke dir. Das für 1,99, danke dir. Willkommen zurück, mein Lieber. Du warst ja schon mal VIP. Weiß gar nicht, wie viel Monat da ist jetzt hier? Jetzt ist ein blauer Pilz. Das sind, glaube ich, 3, ne? Ne, 2. Danke. Jetzt wieder zurück bei den VIPs. Optimal. So, ja, safe natürlich. Ja, hier geht's nicht weiter. Endstation. Hier geht nichts mehr. Aber ich will natürlich noch die zweite Starcoin holen, ist ja ganz klar. Mit welchem Controller spielst du? Ja, das Wii U Gamepad. Das Wii U Gamepad. Pius, auf dem iPhone kann man nicht VIP werden. Ja, das ist klar, weil Apple halt nicht gönnt, ne? Weil, da müsste man nämlich extra Gebühren bezahlen, deswegen haben die es ausgestellt, weil das macht ja keinen Sinn. Wenn du über Apple das kaufen würdest, dann musst du mehr bezahlen, ne? Deswegen haben die es, glaube ich, ausgestellt. YouTube Premium kann man damit kaufen, aber das sollte man auch nicht tun, weil du bezahlst da einfach mehr. So, damit es am Anfang passiert, warte mal, wir machen das einfach direkt hier. Ich möchte mal in einer Röhre sterben. Leute, wir sind an der Röhre gestorben. Yes. Lebensziel erreicht. Ja, Mann. So, ja, nutzen wir mal hier den Pilz ein. Entspannt, auf ganz entspannt. Das erste Mal im Leben an einer Röhre gestorben. Das kann ich eintragen in meinen Kalender. Für immer. Ja, Mann. So. Na, geht nicht. Aber wir können einfach rübergehen auf ganz entspannt. Oh, tschüss, Piranha-Pflanze. Das war jetzt so belastend hier. Aber ich frage mich jetzt so ein bisschen, wo ist die. Weil die kann ja. Ab hier kann sie jetzt sein, ne? Na gut. Hier war die zweite, die erste. Darf ich hier erstmal wieder zurückgehen, ne? Ja. So, hier war die erste. Ab hier könnte die zweite sein. Aber wo ist die genau? Hm. Das ist die Frage. Hier oben war ja nichts, ne? Nee. Röhre 1 zu 0 für Pius. Ja gut, die Röhre kann ich ja nicht killen. Wenn ich bei Domi VIP werde, zahle ich extra. Über Apple? Ja. Aber über Apple kann es ja nicht. Soweit ich das... hat er gerade gesagt. Hast du ja gerade gesagt. Wo ist die? Tschüss, Pflanze. Hat jemand eine Idee? Ich hab nämlich gar keine Idee gerade. Oh, lol. Da unten ist sie. Ja, moin. Da war die zweite. Sehr schön. Ja, dann können wir jetzt ins Ziel. Bei dir nicht, bei Domi, ja. Okay, verstehe nicht ganz, was dein Problem ist. Nehmen wir den mal mit. Oder auch nicht. Bum, bum, bum. Und jetzt gleich das Ziel da. Oh Gott, aber jetzt nicht sterben, ne? Nicht sterben, Mario. Das wäre ein bisschen belastend. Oh mein Gott, ja, sehe ich auch so. Tari. Ganz ruhig. So, das ist das Ziel. Oh Gott, aufpassen. Nicht ertrinken, Mario. Das wär's jetzt noch.
So, ziehe und nochmal ein One-Up mitnehmen. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder 20 Leben. Und auch das Level zu 100% beendet. Ja, optimal. Ich glaube, wenn man über Apple-Handy spendet, dann ist das ohne Überweisungskosten. Na, wenn du Google-Guthaben hast, du musst per Google spenden. Wenn du per Apple spendest, ist das wieder ein bisschen anders alles. So. Ich würde sagen, wir nehmen mal noch hier... Machen wir das nächste Level von Welt 2. Die weitere Wüstenwelt fällt gar nicht mehr auf hier. Bein alle muss los als klar, schön, dass du da warst. Hau rein. Der Gumba da. Nice. Ein ganz normales Schloss am Ende, okay. Wir gucken rein in Welt 2, 1. Was erwartet mich hier? Oh, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen in die Höhe gehen. Ein Wüstenlevel nach oben. Wie komme ich denn da hoch? Ah, lol. Das ist so ein Level, wo man immer die... Oh nein, das, sowas mag ich gar nicht. Das ist in den alten Spielen immer ganz häufig der Fall gewesen. Das ist dann sowas... Zum Beispiel auch wie bei diesem Balloon Fighter Game. Ich komme damit eigentlich gar nicht klar. Aber ich muss es jetzt für dieses Level ertragen. Also, ne, es ist aus einer anderen Zeit. Größtenteils. Dass man immer die Seiten tauscht, wenn man an die Ränder geht. So, dann müssen wir jetzt nach da. Um zur Star Coin zu kommen. Ja, in der Theorie. Und auch Galaxy Jean muss los, Asla. Dann hau rein, Kollege. Oh Mann! Bruder. Perfekt! Oh, Junge. Ja, das ist auf jeden Fall hier. Hier muss man auf jeden Fall erfolgreich nachdenken. Bis man hier einen Schritt bewegen kann. Erfolgreiches Nachdenken, Leute. Oh, der Spike und die Zeit geht aus. Oh no. Das war kein Spike, das war ein Stachy. Korrektur von mir selber. Das geht so nicht. Ich muss da unten. Eine Kiste. Die immer noch nicht kaputt geht. Jetzt frage ich mich, wo ist die nächste Starcoin? Es sind überall Röhren. Das macht mich voll fertig. Überall Röhren, ey. Im DS-Teil gab es auch so ein Level, wo man auch noch... Lava anstrengt. Oh Gott. Ich fand das immer als Kind irgendwie lustig. Ich fand es immer schon immer anstrengend. So, hier ist doch bestimmt... nichts. Okay, die Zeit geht mir langsam aus. Das ist ein Problem. Was kann ich da machen? Ich gehe nach oben. Was? Ja, geil. Ja, geil. Applaus im Chat, Leute. Super. Wow. Gefühlt alle Starcoins geskippt. Das kann ich so nicht auf mich sitzen lassen. Da müssen wir noch mal rein. Oh, Eskalation. Oh, Mopsy. Er beklaut einfach den Toad. Toadie, was ist passiert? Hat sie mir deine Sorgen? Hey, es ist ganz schlimm. Dieser Fiesling hat meinen Stoff geklaut. Ich wollte das noch konsumieren, ey. Okay, ich helfe dir. Kein Problem. Vielleicht beim nächsten Mal oder so. Ich muss jetzt einfach die nächsten Starcoins machen. Wieso klatscht ihr jetzt alle? Habt ihr was gesagt? Nein. Das war mein toller Stuff. Kid, bitte, bitte. Hol ihn mir zurück. Geh dafür einfach in die Röhre hier. Ja, genau. In diese Pipe hier. Ja, ja. Und dann schieß dich einfach weg. Nee, wir müssen jetzt einmal ins nächste Level hier nochmal schießen. Wir haben noch was zu erledigen, ja. Was konsumiert ein Toad? Pilze. Pilze. Hat jemand eine Idee, wo die Starcoins waren? Also ich habe ja eine gesehen ganz am Ende. Da hätten wir einen Wandsprung machen müssen, statt uns hochschießen. Das kann man halt nicht wissen, außer man hat eine Glaskugel. Aber die habe ich leider nicht. Deswegen, I don't know. Aber wo die zweite ist? Da waren halt so viele Röhren, ne? Das war so das Ding. Da waren halt überall gefühlt Röhren. Aber... Ibi... Wow!
Anwalt tot. Dankeschön für 349, aber nee. Ich konsumiere nur Pilze wie Todi. Trotzdem, danke dir. Beste Nachricht. Hier im Chat auf jeden Fall. Und noch ein paar Pilze für den Chat hier, Leute. Auf jeden Fall beste Nachricht von dir hier. Man kennt ihn. Ich konsumiere ganz gerne Apfelsaft, ja. Wo sind denn hier jetzt mal die Starcoins? Ich danke dir auf jeden Fall. Ah, hä? Hier muss man doch irgendwo mal reinkommen können. Was ist hier eigentlich? Nur Geld, okay. Hat jemand eine Idee? Pizza hat nur eine Saaskugel, aber keine Glaskugel. Ja, du bist alles eh. Hat jemand eine Idee? Vielleicht hier irgendwas? Kommen wir auch nicht rein. In diese Röhren kommt man nicht rein, wenn da kein Boden davor ist. So, wo können die sein? Oder ist hier irgendwo vielleicht irgendwo ein Block? Vielleicht da unten? Ein versteckter Block, ja eben. Eben. Warte mal. Ah! What the fuck? Die Fieslinge. Junge. Ah ja. Komm ich da wenigstens besser rein. Das ist doch so eine Scheiße, ey. Geh doch da rein, ey. Oh. Lost, ey. Oh nein, ich habe noch 25 Sekunden. Mach hin. Mach hin. 14 Sekunden. 13 Sekunden. Oh, Junge, das wird nix. 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 Wieso ist ja auch so wenig Zeit? Ja gut, wir haben da irgendwo einen Checkpoint, oder? Haben wir irgendwo einen Checkpoint geholt, oder? Hoffe ich. Nö. Ah ja. Dann halt nicht. Okay, jetzt wissen wir mal, wo wir hin müssen. Alles kein Problem, schaffen wir. Kein Problem. Wir schaffen das. Absolut kein Problem. Gucken wir jetzt hier mal kurz ein Power-Up. Okay. Perfekt. Dann läuft das. So. Ah, der Stachy. Bumba, weg mit dir. Und hier war jetzt die Stelle, okay. So. Lol. Okay. Da waren sogar zwei Blöcke. Interessant. Jetzt kommt da wieder nicht rein, ne? Oh, ist das so ein Keck, Mario? Wieso haben die da auch so eine Kante gemacht? Das ist so eklig. Du kommst da nicht rein. Vielleicht so. Ah ja. Man kennt ihn. Bitte geh doch da rein. So ein Krampf. Bei anderen kommen wir dann raus. Jo, klar. Okay, ist ja echt Zeit ziemlich niedrig. Wieder nur noch 100 Sekunden. Aber diesmal schaffen wir es. Mit allen drei Starcoins, Mario. Ja. Genau. Hoffe ich zumindest. Hier noch ein Pilz gönnen eben. Ja, auf ganz entspannt. Was heißt ein Pilz? Eine Feuerblume. So, und jetzt. Ganz entspannt da hoch. Und uns die Starcoin gönnen. War ziemlich fies, die letzte. Und dann haben wir hier das Ziel. Sehr schön. Würdest du sowas in Super Mario Maker 2 wünschen mit dem System hier? Nee, bloß nicht. Das kann nämlich ziemlich komplex werden, wenn die Leute da alle ausrasten und irgendeinen Trash einbauen. Nee, so eine Funktion brauche ich nicht im Mario Maker. Nicht so wirklich. So, gehen wir mal ins Pilzhaus und gönnen uns mal ein paar Items vom Toadie. Ja, ja. Toadie, moin. Servus. Ja, irgendwo. Ich hab gerade. Lost Tendo, Alter. Ich guck in den Chat. Guck hier gar nicht rein, ey. Naja, vertrau mal auf mein Glück, ne? Habe ich Glück im Leben? Nö. Hallo, Sis. Hi.
Ich gucke ja nicht mal hin, ey. Wie dumm kann man sein, ne? Ich wollte halt meinen Glück herausfordern. Ja, ja. Ja, ja. Toad ballert sich weg. Ja, haben wir halt noch einen Stern, ne? Ist auch ganz schön. Yay. Toad ist so süß. Ja, Toad ist süß. So, wir gucken mal auf die Map. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jetzt haben wir genau die Hälfte. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt doch noch zu Animal Crossing. Weil ich habe ja erfahren, das Angelturnier ist heute. Und das möchte ich doch mal erleben, noch ganz kurz. Was heißt ganz kurz, ne? Ich meine, jetzt das Angelturnier hier in Animal Crossing. Da wird man heute beides untergebracht haben hier. Machen wir dann demnächst hier weiter. Und gehen jetzt zu Animal Crossing. Genau. Wir gucken rein ins Angelturnier. So, einmal auswechseln hier. HDMI-Port. Ich muss auch speichern, ganz wichtig. Quick Save, ja, das ist ja alles wieder weg hier. So. Ganz wichtig. Und dann gehen wir zu Animal Crossing. Auf ganz entspannt. Nintendo Switch. Bitte funktionieren sie. Fantastisch. Erstmal der nächste Tag jetzt hier. Heißt Pius? Nee. Ich bin der Olaf. So, jetzt schreiben wir hier Animal Crossing rein. Angelturnier in RC New Horizons. Ja, ja. Das Thumbnail kurz wechseln. Ich habe jetzt kein Angelturnier farmt, ne? Deswegen nehmen wir irgendwas anderes einfach. Keine Ahnung was. Scheiße. Oh Gott. Ja, hallo Melinda, hast du ein Thumbnail für mich? Toll. Ja, geil. Ja, lass mir einfach das Thumbnail. Lass mir das Thumbnail. So, hallo. Moin Melinda. Ist Samstag. Unglaublich. Heute haben wir mal was Neues. Was? Das erste Mal nach 10 Tagen. Möchtest du mir Neuigkeiten berichten? Krass. Sonst redest du immer vom Fernsehen und so. Von RTL. Unglaublich. Heute findet unser erstes Angelturnier hier auf Toad Island statt. Das Turnier läuft noch bis 18 Uhr. Also kommt mal in die Gänge jetzt hier. Okay, gut. Weil, wenn ich es nicht jetzt im Stream gemacht hätte, ist wahrscheinlich gar nicht mehr geschafft heute. Deswegen, gute Sache. Hallo Mirkplay, moin. Moin, moin. So, willkommen hier zum Angelturnier. Natürlich nehmen wir da auch das Stream-Layout mit Animal Crossing, ist ja ganz klar, man kennt ihn ja. Hallo Nook und Schlepp und Nepp. Moin. So. Ab zum... Ja, Mareil hat schon eine Angel, sehr gut. Moin. Hallo. Jo, 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 wer ist denn da mal wieder bereit zum Angeln? Lumois, wie heißt denn der da? Lumeus? Lumeus, nicht Lumois. Lumeus ist nach wie vor dein Biber. Hi. Heute findet auf Toad Island das große Angelturnier statt. Kribbelst du schon in den Angelarmen? Ja klar. Perfekt, du kannst sofort loslegen. Bis 18 Uhr läuft das Turnier noch. Also nichts wie los. Die Regeln sind, die Regeln des Angelturniers sind leicht, ja. Fange innerhalb von 3 Minuten so viel wie möglich. Ah ja, hallo Wolfgang. Je nach Erfolg ziehst du dir damit mehr oder weniger Punkte an Land. Und wer genug Punkte hat, kann sie bei mir dann gegen hochwertige Souvenirs eintauschen. Also, los geht's. Ach ja, dein Fang landet wie von Geisterhand hier bei mir in der Kühlbox. Ah ja, du brauchst nicht in deiner Tasche, also keinen Platz haben. Du brauchst in deiner Tasche keinen Platz haben, okay? Mhm. Brauchst nur eine Angel und schon kannst losgehen, jo. Also jetzt mal Butter bei der Fische. Nimmst du am Angelturnier teil oder nicht? Wenn du heute zum ersten Mal ins kalte Wasser springst, entfällt sogar die Teilnahmegebühr. Oh, wie großzügig. Ich mach mit. Jo, so muss das sein. Dann hast du ab jetzt genau 3 Minuten. Ach du Scheiße. Ab 3 Fischen wirst du mit Bonuspunkten überschüttet. Also dann, los geht der Hase. Oh Gott.
Ja, Leute, willkommen jetzt zum Angelturnier. Willkommen. Kann der Counter bitte weggehen? Ich kann kaum was sehen. Okay. Salo Fischi. Ah ja, der beißt ja sofort an hier. Erster Fisch. Geht direkt ins... in die Kühlbox. Optimal. Kommt da, Fischi. Komm her. Habe ich da was gesehen? Ja. Perfekt. Das ist ein großer. Na komm, beiß an. Perfekt. Ui. Ein Kammer. Das betonen und so, ne? Wisst Bescheid. So, jetzt noch einer mindestens. Da ist noch einer. Das ist jetzt zwar wieder ein Kleinlacher, aber Hauptsache ein Fisch. Na komm. Auch der ist drin. Können es auch Eier sein? Ich weiß es nicht. Das wäre auf jeden Fall ziemlich belastend, wenn es einfach Eier sind. Das wäre ziemlich uff. Und das ist auch ein Kollege. Hallo. Der will nichts von mir anscheinend. Oh. Aber groß sind die alle nicht, ey. Na komm. Na, ich hasse das, ey. Wenn jemand nicht anbeißt, weil die nichts sehen können. Anscheinend hat er keine Brille oder so. Komm. Oh, da geht er schnell. So, Fisch Nummer 4. Ui. Der ist süß. War da hinten noch ein großer? Oh mein Gott. Der ist groß. Der war groß. Und bisher hatte ich keine Eier. Seebarsch. 5 sogar. Optimal. Vielleicht noch ein 6 irgendwo. Oder 7 oder 8 oder 10. Hm. Sophie ist auch am Angeln. Optimal. Alle am Angeln heute hier. Das große Angelturnier. Gabi ist am Angeln. Trita ist am Angeln. Oh, die ist so süß. Trita. Junge, was zum Hölle? Was ist das? Eigentlich wollte ich nur bewegen, aber okay. Trita, du bist so süß. So, Eleonore ist auch am Angeln. Hallo, alle am Angeln hier, oder? Astrid. Das Känguru. So, komm, ein Fisch noch drin. Hallo, Ballon. Na, hier ist nichts mehr los irgendwie. Tote Hose, hier habe ich jetzt einen Grillplatz errichtet. Komm, Fischi. Nein. Egal. 5 ist ja voll okay. Das Thumbnail passt ja mal mega. Ja, wir haben eben was anderes gespielt. Habe jetzt kein weiteres Thumbnail gemacht. Ich habe das Angelturnier irgendwie komplett vergessen gehabt. Das sollte auch noch stattfindet. So, haben wir irgendwelche Nookmalen? Ja, Angelturnier. Am Angelturnier mitgemacht. 4-mal im Jahr ist es nur. Okay. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alles klar. Yes, unser erster Stempel. Und wir haben anscheinend sogar einen neuen Fisch gefangen. Ah, der ist neu. Ja, schade, dass ich jetzt so direkt abgeben musste. Automatisch. Welches Brückenlayout? Ich mag das hier ganz gerne. Hab auch noch ein anderes gemacht. Und jetzt gehen wir erstmal ganz kurz zu unserem Typen hier. Hallo. Jo, wie ist gelaufen? Läuft das hier alles? Alles leer gefischt? Ach, und sollst mal du nicht wissen, was du mit deinen Fischen anstellen sollst? Ich kaufe alles. Ah, ja. So, die letzte Runde. Wie viel haben wir denn hier? In der Kühlbox sind insgesamt 5 Fische gewandert. Oh, und da es mindestens 3 sind, kommt ein Bonus obendrauf. Ja, optimal. Bam, 7 Punkte für dich. Selfie Time für Instagram. Liebte Japan-Brücke, ist auch ganz nice. Habe ich sogar eine von. Kann ich dir mal zeigen gleich. Die wandern dann mal direkt zu deinem Punktevorrat. Wenn du genug Punkte im Netz hast, kannst du sie gegen hochwertige Souvenirs einlösen. Nicht vergessen. Okay, wie brauche ich denn für ein Souvenir? Hallo, an Skelett, hi. Was? Mal nachsehen. Was? Okay, keine Ahnung. Ich dachte, ich kann da jetzt irgendwie nochmal rausholen, so einen Fisch, oder... keine Ahnung, was der will. Anscheinend habe ich noch zu wenig Punkte für ein Souvenir. Okay.
Geschenk! Yay! Was haben wir Schönes? Auch noch eine Anleitung hier. Auf jeden Fall. Was? Dandy-Mütze, was ist denn, ey? Ah ja. Jedenfalls habe ich alle Anleitungen für Ostern. Das sind insgesamt 37, Leute, wisst ihr Bescheid? 37 Anleitungen gibt es insgesamt. Ja. Ich habe jetzt alle. Das ist sehr schön. Na gut, das Ei brauche ich jetzt nicht, ist mir egal. Ich zeige euch mal ganz kurz jetzt auch noch meine neue Abteilung da hinten. Meine neue Area, ja, ganz neu ist das da hinten. Passt auf. Trita ist auch so süß am Angeln, ey. Trita, ich liebe dich. Ja, jetzt ist mein Aufgang endlich fertig. Und hier geht zu meinem Verkaufsstand. Hier gibt es alle Früchte zum Kaufen. Und mein krasses Team Toad T-Shirt hier im Spiel, ja, ja. Mein Store ist das hier, guten Tag. Mit dem Automaten hier. Schön Geld verdienen. Yay. Und ja, hier ein bisschen Deko hingemacht. Hier wird ein Aufgang gebaut. Und hier habe ich so einen kleinen Wasserfallpark gemacht, wo man so ein bisschen Bilder machen kann und sich toll fühlen kann. Da oben wachsen Blumen. Die wird man dann auch hochgehen können durch den Aufgang hier, der gebaut wird. Und ja, das ist hier ein bisschen neu gemacht worden. Und hier meine Japanbrücke. Da oben ist ein Satellitenschüssel und die Japanbrücke führt mit dem Weg zum kleinen geheimen Mini-Strand, der jetzt nicht mehr so geheim ist, weil den kennt man jetzt alle. Ja, und sonst habe ich noch so ein paar Dinger gemacht zum Rüberspringen, zu meiner Blumenplantage und so. Ja. Sonst hat sich in den letzten Tagen auch nicht so viel hier getan. An meiner Insel jetzt direkt. Ja. Yay. Und hier, wie läuft es mit den Bäumen? Ja, das meiste ist nicht zum Ernten. Belastend. Belastend. Ja. Das war im Grunde alles, was ich euch jetzt zeigen wollte. Das Angelturnier ging schneller rum, als ich dachte. Klar, man kann jetzt immer weiter angeln, das ist klar. Oder kann man es überhaupt jetzt? Oder kann man nur einmal? Weiß ich gerade gar nicht. Hallo. Kühlbox? Ja, ja. Was will denn der jetzt? Soll ich die verkaufen oder was? Bruder, ich wollte nicht B drücken. Ich will nur, dass du nicht immer dasselbe laberst. In der Kühlbox sind 5 Fische und zwar, ich sag mal, 3051 Sterne. Ist Flosse drauf? Ja, meinetwegen. Lieber Dank, ich mag das Angelturnier nicht. Warum? Ist das so schlimm? So, das war das Angelturnier und hier kann man jetzt immer weiter wahrscheinlich Fische fangen, oder? Kann man noch eine Runde machen, oder? Ja, genau. Okay. So läuft es auf jeden Fall. Bis 20 Uhr mit Zeit. Hier schön zu angeln. Alle Bewohner sind hier fleißig am Angeln heute. Eleonore zum Beispiel. Was sagst du so Schönes? Ich traue mich nicht, mit meinem Schimmer aus den Augen zu lassen. Okay. Ja, viel Spaß. Trita, was sagst du Schönes? Trita, da hinten bist du. Oh, Trita ist so süß. Was hast du denn gegen das eine Turnier, Nono? Die meisten haten ja Ostern. Ich traue mich nicht, meinen Schimmer aus den Augen zu lassen, Nussi. Du sagst 1:1 dasselbe wie gegenüber die Eleonore. Ja. Ich glaube, das beschreibt ganz gut den Content in diesem Spiel, wenn beide nebeneinander dasselbe sagen. Ja. Props. 8 Jahre Entwicklung. Ja, ja, verarscht der mich allein leider. 8 Jahre Entwicklung. Was haben die gemacht? Kaffee getrunken? Das Spiel ist super, aber das ist lächerlich. Kaum Gebäude und die Bewohner sagen dasselbe. Die stehen nebeneinander und sagen dasselbe. Was soll das? Das gab's noch nie. Sophie, hast du wenigstens einen eigenen Text oder arbeitest du auch dasselbe? Hey, ihr Fischis. Bald bin ich echt krass berühmt. Jetzt könnt ihr noch schnell ein Selfie mit mir machen. Okay, das ist ganz lustig. Hallo, Blue. Mariana hat bestimmt was Besonderes zu sagen. Ja, aber das ist enttäuschend, dass einfach Eleonore und Trita dasselbe sagen. Das ist blöd. Sagen 1:1 denselben Text. Das ist doof. Mareile, wo bist du? Wo ist denn die, ey? Pius, wenn du 10 Punkte hast, bekommst du einen Preis. Okay, gut zu wissen. Mareile? Mareile? Das ist Rudi, der Sportler. Sportler Rudi, was geht?
Ich werde den größten Fisch angeln, den man auf dieser Insel erwischen kann. Wie? Okay, gar nichts zum Sport. Alles klar. So, wo ist jetzt Mareile? Ist sie bei mir im Garten? Mareile, komm her. Hast du wenigstens einen eigenen Text? Mareile, klar, bist bei mir im Garten. Ist ja klar, ey. Willst ja nah mehr dran sein. Hallo, meine Liebe. Hätte ich letzte Nacht lieber mal an meiner coolen Angelpose gefeilt, anstatt um die Häuser zu ziehen. Ach, du siehst doch ganz nett aus, muss ich sagen. Doch, passt doch. Ist okay. Guck mich mal an hier mit meinem neuen Hut da. Gabi, ja, Gabi. Weiß nicht, ich finde sie zwar ganz süß, aber irgendwie feiere ich sie nicht so ganz. Was sagt denn Astrid? Es scheint mir heute verschmähen alle Fische meinen Köder, Schmusi. Oh, belastend. So, fehlt noch irgendjemand? Mareile haben wir, Trita, Eleonore, Gabi, wo ist Gabi? Gabi selten. Sophie waren wir, wo ist Thomas? Also, es angeln Sophie und Gabi in Thomas Garten, aber Thomas ist... Ist der wirklich drin, ne? Warte mal. Gabi, was sagst du denn Schönes? Das sieht im Fernsehen mega viel einfacher aus. Oh. Immer einen eigenen Text. Hab Rudi auch auf meiner Insel, sehr schön. Mareile stalkt wieder. Sie spioniert dich aus. Oh ja. Oh ja. So. Thomas, wieso angelst du nicht mit? Warum bist du zu Hause? In deinem Haus? Hey, du bist gekommen. Hef, hef. Ich wollte mit dir reden. Wieso angelst du nicht mit? Weißt du, wie man beim Angelturnier mitmacht? Du musst am Festplatz mit Lomois oder Lomeus reden. Ich mach diesmal nicht mit. Ich habe gerade erst den Fischgeruch aus meinen Klamotten bekommen. Ja, moin. Er macht nicht mit, weil er danach nach Fisch riechen tut. Thomas, bist ja noch voller, als ich dachte. Aber hey, du machst immerhin sauber und staubst deine Wohnung voll. Das muss man eigentlich draußen machen, ne? Also Bettdecken und Decken und allgemein, das schüttet man draußen aus. Schüttest du jetzt gerade ernsthaft durch den Tisch, wo Papier drauf liegt? Ah ja, ja gut. Ja, das war das Angelturnier hier in Animal Crossing. Ich werde wahrscheinlich irgendwann später nochmal, oder wenn wir unterwegs sind, später müssen wir was erledigen, heute ein bisschen einkaufen noch. Irgendwann weitermachen. Ich will nochmal auf jeden Fall 10 Punkte erreichen. Aber das war's für heute erstmal. Wir haben Animal Crossing gespielt, das Angelturnier ganz kurz reingeguckt und die erste Welt im Marbos U-Hack gemacht. Demnächst kommt dann Welt 2 und morgen das Oster-Event hier in Animal Crossing Horizons. Und wir werden morgen auch weitere Städte besuchen. Ja, morgen Städte besuchen und das Oster-Event hier in Animal Crossing Horizons. Bis morgen, haut rein und schönen Samstag euch. Tschüss, ihr Toads. Heute mal etwas kürzer, das Stream, ja. Heute mal nicht so lang. Die letzten waren immer 3 Stunden, heute mal ein bisschen kürzer. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und wir gucken jetzt Trita beim Angeln zu. Trita angelt auf jeden Fall sehr schön, wie man sieht. Und tschüss.